Bei Angriffen der syrischen Armee auf die letzte verbliebene Rebellenhochburg in Ost-Ghuta sind Dutzende Menschen getötet worden. Hilfsorganisationen berichten von einem mutmaßlichen Einsatz von Chemiewaffen. Nach Angaben der Weißhelme hatte ein Hubschrauber eine Fassbombe mit Chemikalien über der Stadt Duma abgeworfen. Die syrische Nachrichtenagentur Sana verwarf die Berichte unterdessen als unwahr. Derartige Berichte dienten dazu, das Vorrücken der syrischen Armee zu hindern.